Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Just Cause 3. Wir haben in der letzten Folge das Stachelrochengebiet unsicher gemacht, beziehungsweise sicher gemacht für uns. Am Ende waren wir auf dieser Plattform, glaube ich, hier. Und Leo hat uns dann, ich glaube, sie hieß Leo, hat uns dann per Funkgerät kontaktiert und gesagt, wir sollen in die Bucht kommen. Damit meint sie hier vorne die Bucht. Und ich habe schon mal eine Schnellreise hierhin beordert zu Grotto Contrabandero, damit wir nicht so weit fliegen müssen. Und wir fliegen jetzt einfach direkt mal runter in die Bucht und starten die Story-Mission da unten. Mal eben den Wingsuit aufmachen, sonst klatschen wir gleich auf den Felsen. Und mal ein bisschen langsamer runterfallen. Die Druckluftbremse ist schon was Schickes. So, dann gucken wir mal, was hier abgeht. Texas, sei unsere Augen und Ohren. Zapf den Funk der schwarzen Hand. Annika hieß sie. Infos, damit Rodriguez immer einen Schritt voraus ist. Lutsch, du kümmerst dich um die Boote. Sieh zu, dass wir alle rein und unversehrt wieder rauskommen. Ich leite diese Operation. Und Rodriguez, du bist auf dich gestellt. Wir tun, was wir können. Aber wenn du da drin stirbst, war's das. Nur damit das klar ist. Ich schleich mich rein, schalte den verdammten Modulator ab, schnapp mir den Eden Spark und verschwinde. Sobald das Blitzding aus ist, werden Sheldon, Lutsch und ich die Bavarium-Geräte holen. Danach springen wir ins Boot, fahren hierher, freuen uns und teilen die Beute. Ich muss euch vermutlich nicht sagen, dass wir nur einen Versuch haben. Wenn einer von uns pfuscht, war's das. Wissen alle, was sie zu tun haben? Ich weiß zwar nicht, wer dich zur Chefin ernannt hat, Stockholm. Aber ja, ziehen wir's durch. Das klappt nie im Leben. Egal, was soll's. Okay, Uhrenvergleich. Wir treffen uns hier um 2200. Der Raub des Jahrhunderts. Okay. Also sie hieß nicht Leo, sie hieß Annika. Und wir fahren jetzt wieder in das Stachelrochengebiet rein. Und klauen den Eden Spark. So, was haben wir hier für ein Boot? Kann das irgendwas? Wir sollen erstmal dahin fahren, das machen wir doch. Aber das kann nicht schneller fahren, anscheinend. Hier Stachelrochen. Wir haben Sie jetzt auf dem Radar. Bitte identifizieren Sie sich. Leute? Sag Ihnen, du hast eine Lieferung für Sie. Code Fuchs hier. Das habe ich mal aufgeschnappt. Okay. Hier, trojanisches Seepferd. Ich habe eine Lieferung. Code Fuchs hier. Bitte Erlaubnis an Stachelrochen anzulegen. Roger. Trojanisches Seepferd. Code Fuchs hier bestätigt. Bitte legen Sie an Dock 1 an. Okay, wird gemacht. Tausend Dank für diese Lieferung. Ich kann langsam keine Laborberichte mehr sehen. Aber eine andere Lektüre gibt's hier nicht. Keine Sorge, heute wird euch sicher nicht langweilig. Okay, dann Warnung. Lutsch, der Generator ist explodiert. Ist das in Russland ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Hier, Lutsch. Kein gutes Zeichen. Gar nicht gut. Ah, verdammt. Okay. Och, schwimm doch nach oben. Rico! Rico, bist du okay? Ja, ja, ich lebe noch, alles gut. Ich hoffe für dich, dass er nicht wegen deiner dämlichen Aktion ins Gras gebissen hat. Ich bin okay. Aber so viel zu unserem Plan. Dann machen wir weiter mit Plan B. Es gibt einen Moonpool ganz in deiner Nähe. Schwimm unter die Basis vor dir, dann findest du ihn. Okay, dann schwimmen wir mal unter die Basis. Ich bin drin. Ist ein ziemliches Chaos hier. Die Katastrophe hat ganze Arbeit geleistet. Vergiss die Sicherheitscodes nicht, die wir diesem schwarze Handoffizier geklaut haben, Kleiner. Die müssten alle Türen in der Anlage öffnen. Hä? Bin ich jetzt komplett verwirrt, oder was? Ja, mach die scheiß Tür auf. Ah,
Schalter, Schalter. Machen Sie hier Schalter. Easy. Oh, hoppla. Immerhin ist unsere Tarnung nicht aufgeflogen. Noch deshalb nicht. War es ja ein guter Plan. Seid ihr fertig mit Reden? Kann ich das jetzt aufheben hier? Okay. Das wird mir nicht so cool. Meine Fresse. Dann gehen wir mal hier rüber. Hier liegt ja noch mehr Zeugs rum. Nimm das auch. Okay. Ja gut. So können wir weitermachen. Hier nochmal den Code eingeben. Ganz easy. Lalalalalala. Arbeitet einfach weiter, ich bin gar nicht da. Neutral ist gut. Ja, was geht denn hier ab? Vielleicht braucht diese Tür nur einen Schubs. Welche Tür? Wie soll ich denn da reinkommen? Holy shit. Das sieht nicht gut aus. Nee, das sieht überhaupt nicht gut aus. Sollte ich besser abschalten? Ja, besser abschalten. Geht das so? Perfekt. So vielleicht? Reservestrom wiederherstellen. Wow. Störung reaktiviert. Alle Systeme sind wieder online und stabil. Was? Hier ist irgendwer. Befestigen. Möglicher Eindringling im Sektor. Gehe der Sache nach. Oh. Da. Der Agent ist hier. Oh, ich bin doch gar nicht da. Ich bin verwirrt. Soll ich die vielleicht aufmachen? Aha. Hallo. Waren nur die beiden, oder? Alles klar. Dann geht's weiter. Hallo. Oh nein, Alarmstufe. Ich hab erwischt. Alter, mein Aim ist ja schon scheiße, ne? Aber die treffen halt auch wirklich nix. Außer das sind 20 Leute, dann treffen die jeden Schuss. Ah, es wird wärmer. Dupdidu, dupdidu. Hallo. Schon wieder Alarmstufe. Nach oben, okay. Dann nehmen wir hier mal die Abkürzung. Oh, nächste Tür. Ah, hier bin ich wohl richtig. Hallo. Okay. Außer Sichtweite. Wird gesucht. Ja, sucht mich mal.
lustig. Er ruft nach Verstärkung, aber ich kann ihn da nicht treffen, um das zu unterbrechen. Was zum Teufel? Also bis jetzt ist hier halt auch wirklich echt tote Hose, ne? Was so Gegner angeht und so. Bin hier echt noch nicht so wirklich in Bedrängnis gekommen. Okay, ich habe die Hauptkammer gefunden. Das ist ein großer Moment, Rodriguez. Siehst du, wo das Herz dieses Turms ist? Ja, das ist dank der Blitze und Leichen ja nicht zu verfehlen. Zack, such jetzt ein Bedienfeld und steck die Eden-Datenmodule aus den Satellitenstationen ein. Wenn alles nach Plan läuft, müssen Sie die Security deaktivieren und die Blitzwaffe abschalten. Sauber. Okay. Aktivieren wir hier mal ein bisschen was. Oh nein, stopp, stopp. Aua. Okay. Und das hier ausschalten. Das war's? Das war's. Da ist er endlich. Der Eden Spark. Okay. Es wird Zeit, draußen rauszufinden, was das Ding kann. Ja, dann, gute Neuigkeiten. Ich bin jetzt stolzer Besitzer. Wo kann ich denn diese Tür aufmachen? Eden Spark. Verstanden, Rodriguez. Wir sind schon unterwegs zu den Zielen. Hier unten ist noch irgendwas. Okay, wir treffen uns draußen. Wir müssen hier schleunigst weg. Komm ich da noch runter? Oh ja, hier komme ich da runter. Arbeit, Rico. Jetzt sind wir dran. Okay. Hier, Lodge. Du hast den Weg geebnet. Wir holen die Beute. Gehen wir. Wie, ihr holt die Beute? Das finde ich ein bisschen unfair. Dass ich hier die ganze Arbeit machen muss. Aber gut. Ach so. Da drüben kann ich die Tür aufmachen, denke ich mal. Zack, Tür offen. Ich bin auch mal gespannt, was das Ding denn hier macht. Der Eden Spark. 100%. Okay. Braucht anscheinend keine Munition, sondern irgendwie nur Zeit oder so. Werden wir gleich rausfinden. Wieso ist denn hier auch eigentlich alles kaputt? Das verstehe ich nicht ganz. Operation Beute schnappen und verschwinden läuft. Rico, okay. Du stehst Schmiere und hältst dich bereit. Sheldon, Luch, wir kümmern uns um das Bavarium. Da muss ich gleich wieder ganz viele Leute töten. Ist, nicht hier richtig eigentlich? Moskau, Stockholm, Houston, wir haben ein Problem. Ein großes Problem. What the fuck? Was denkst du, wie haben die uns gefunden? Rodriguez, wir brauchen hier mal deine Hilfe, ja, gib uns Deckung. Keine Sorge, ich bin ach, da bei unten, euch, okay. Schwarze Hand. Das ist Sparky. Ja, genau. Wahrscheinlich, oder? Wie sieht's bei euch aus, Leute? Ah, okay. Jetzt muss ich kurz warten, bis sich hier wieder auflädt. Ich hab hier ein Problem mit dieser verdammten Tür. Beeilt euch, verschwindet ihr. Bin drin. Das ist aber eine Menge Bavarium. Ich stelle es einfach hier. Ups, verdammt. Was sollte das, Sheldon? Okay, das ziehe ich dir von deinem Anteil ab. Riff ich mich damit selber? Nee. Alles im grünen Bereich. Ich treff den einen da leider nicht. Steht auch noch ich bin hier einer. Fast fertig. Okay, den habe ich. Den habe ich auch. Hier, Luch. Wir brauchen Deckung. Können wir auf dich zählen, Rico? Ich halte euch den Rücken frei, Leute.
Attacke. Alter, was ist das denn für eine Waffe, bitte? Mach irgendwas. Ist ja mal mega krank. Oh shit, da kommt ein bisschen was auf mich zu. Ihr werdet beschossen, Moment. Gut. Noch Fragen? Wir haben sie, es kann losgehen, verschwinden wir von hier. Okay, machen wir. Verstanden, geht schon mal voraus, ich sichere euch. Ihr Luch, ich bringe die Kisten schon auf das Boot. Ich rede nicht so viel. Okay, dann rede halt nicht so viel, aber schön, dass du mitmachst. Steigen wir mal ein hier in das Kanonenboot. Wir haben es geschafft, Leute! Tragbare Bavarium-Schilde für alle! Wo bleibt der Shampoos? Ja! Ihr Luch, bin fertig. Komme jetzt zu dir, Annika. Ja, moin. Das wird ja mal besser hier. Kommt ihr dann auch, oder? Zurückkehren, wird gemacht. Vollgas! Oh, ne, oh, oh, alles gut. Alter. Was ist das bitte für ein krankes Boot? Da kommen jede Menge Helikopter und Boote. Die schicken ihre gesamte Flotte. Du hast es vermasselt, Sheldon. Sheldon! Sagtest du nicht, sie sind auf dem Weg nach Südamerika oder so? Du Pfeife! Das waren sie auch. Woher hätte ich das wissen sollen? Scheiße, was machen wir jetzt? Ihr haltet einfach den Ball flach und ich töte die alle. Ich habe einen Ersatzplan. Ich wusste, Plan A, B und C würden scheitern. A, B und C würden scheitern, okay. Hier, Luch. Ich habe die Rebellenflotte gerufen. Alles wird gut. Und Luch rettet uns den Arsch. Wer hätte das gedacht? Ich regel das hier mit den Rebellen. Bringt ihr das Bavarium in Sicherheit? Hier fliegen sicher gleich die Fetzen. Ja, hier fliegen die Fetzen. Alles und Vollgas. Klar, Rodriguez. Bis bald. Und Glückwunsch, Luch. Gute Arbeit. 90 Knoten. 100 Knoten, ja moin. Ihr Jungs fahrt nirgendwo hin. Außer nach unten. Feuer! Was ist das bitte für ein überkrankes Boot? Also ein Kanonenboot habe ich ja geklaut, ne? So ist es ja nicht. Aber was sie daraus gemacht haben... Ja, moin, voll am Driften hier auf dem Wasser. Oh, da hinten ist noch was. Feuer! Mr. Texas, Miss Schweden und Mr. Wodka, hier ist Mr. Medici.
Wir haben's geschafft. Zwischen der Luchador, Sparky und all den schönen Rebellen Donut hier, haben wir es echt gerockt. Ich denke, wir sind in Sicherheit. Wir mussten uns allerdings von den anderen trennen. Okay, Leute, wir treffen uns alle an der vereinbarten Stelle. Welche ist die vereinbarte Stelle? Oh. Ah, die da hinten. Alles klar. Warum wendet ihr? Wir müssen dahin, Jungs. Knoten, 150 Knoten, ja moin. Das Boot fliegt mehr, als dass es im Wasser ist. Wie geil! Also wenn das nicht schnell ist, dann weiß ich auch nicht. Mal eben auf die Karte gucken, wo war ich denn? Bin von hier aus irgendwo losgefahren. 4 Kilometer noch. Na denn? Feuerwerk! Ja, das ist ja wohl mal überkrass hier. So, jetzt stell dir mal vor, dass hier kein Wellengang wäre. So gar keiner. Einfach glattes Wasser. Der abgehen würde. Der fährt ja jetzt schon 160 Knoten. 200 würde der bestimmt schaffen, wenn ich die ganze Zeit gebremst werden würde. Dadurch, dass ich so hoch fliege. Ja moin, ey. Oh. Dann können wir gleich mal die Bremsen testen. Achtung, vorsichtig. Tut mein Finger ein bisschen weh, weil mein Mausrad kaputt ist und ich das die ganze Zeit reindrücken musste für diesen Boost. Gute Arbeit. Gut gemacht. Toller Plan, Annika. Ist auch nur was, 3-mal aus dem Ruder gelaufen? Wo ist Sheldon? Ach, dem geht's gut. Hat gesagt, er verspätet sich. Er ist mit seinem Anteil schon unterwegs. Warten wir nicht auf ihn. Bringen wir es hinter uns. Wie gesagt, wir teilen durch 3. Rodriguez, sicher, dass du nichts willst? Nein, schon okay. Ihr braucht das Zeug dringender als ich. Ich nehme einfach nur diese Kanone damit. Produziert und stabiles Bavarium-Isotop. Die Rebellen von Medici werden begeistert sein. Was zum Teufel, das ist alles? Ich dachte, da wären Hunderte davon drin. Oh, seht mal her. Hier liegt ein Zettel. Stimmt, von Sheldon, oder? Tut mir leid, ja. Freunde. Befehl der Agency. Wir können nicht zulassen, dass Hinz und Kunz Bavarium-Schilde bekommen. Wie auch immer, ich bin sicher, ihr versteht das und wisst, dass mir diese Entscheidung wirklich nicht leicht gefallen ist. Herzliche Grüße, euer Freund Tom Sheldon. Respekt, Texas. Du verdammter Scheißkerl. Yep. Aber den kennt man ja nicht anders. Hey. Ich tue, was ich am besten kann und wahre die Interessen von Uncle Sam. So wie du böse Jungs erledigst und Zivilisten beschützt. So ist es. Und wenn nicht, sollten wir beide was anderes machen. Ich kann aber leider nichts anderes. Ich auch nicht. Ich will auch gar nichts anderes machen. Ich auch nicht. Bestes Gespräch. Weißt du, Sheldon, wir sitzen hier wie 2 ganz normale Typen. Eins sag ich dir, wenn du mich so aufs Kreuz legst wie die anderen, bin ich fertig mit dir. Ja. Luchador, beschleunigen, um sie zu manövrieren. Wenn sie dir nicht schnell genug wendet, gib Gas. Ja, das war ja das Boot, mit dem wir gerade gefahren sind. Mission abgeschlossen, der Raubzug beginnt. Eden Spark, diese Waffe ist jetzt freigeschaltet und wird in deiner Rebellenabwurfliste angezeigt. Die brauche ich ja gar nicht in der Rebellenabwurfliste, die werde ich ja niemals wieder wegschmeißen. Diese überkrasse Megawaffe. Den Rebellen gerade ein paar gestohlene Vorräte aus dem Norden. Komm zur Mauer! Aufsicht ist die Ravello nicht auch sehr. Kann sein, dass wir sie brauchen, Amico. Ja moin, damit werde ich auf jeden Fall noch ordentlich Spaß haben.
So, und an dieser Stelle würde ich auch die Folge beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne eine positive Bewertung dalassen. Bring mich mal nicht aus dem Konzept hier, Kollege. Schreibt mir einen netten Kommentar. Jetzt sei leise. Bitte. Danke. Schreibt mir einen netten Kommentar. Ey. Tut mir leid, ne, aber... Das nennt man wohl Kollateralschaden. Ja, das denke ich auch. Also, wie gesagt, wir sehen uns morgen zur nächsten Folge. Haut rein und ciao.